Felix Rick ist ein 2,74 Meter großer Mann, ein Bild von einem Mann und er hat von nichts Angst, aber heute saß er in der Redaktion und hat wie ein kleines Mädchen gewimmert. Der Grund dafür, den werdet ihr gleich präsentiert bekommen. Jetzt, Felix, verrat uns doch mal den Grund dafür, weshalb du so zusammengekauert unter deinem Schreibtisch saßt. Ja, guter Nils, du hast mir ein bisschen über die Schulter geguckt und weißt ganz genau, was es ist. Es ist nämlich Condemned 2. Unglaublich, aber wir machen es jetzt schon wieder, denn wir haben einfach ein bisschen Angst, dass das relativ schnell indiziert werden könnte und deswegen wollen wir die Zeit nutzen, euch dieses Spiel nochmal ein bisschen näher zu bringen und wie gesagt, macht's bei euch schön dunkel, macht alle Tonquellen aus und dann genießt einfach, wir würden uns versuchen, wieder ein bisschen mehr zurückzuhalten mit unseren Kommentaren und vielleicht schaffen wir dann so ein bisschen die Gruselatmosphäre auf euch überzutragen. Genau, so geht's bei Condemned zu. Man erschreckt sich am laufenden Band. Man hat einfach Angst, denn es ist wirklich so bei Condemned 2. Jeder Kampf, den man macht, der wird rübergebracht wie ein Kampf ums pure Überleben. Und das macht jeden Gegner umso gefährlicher und umso mehr Angst hat man davor. Wir gehen einfach mal rein. Und Regie, bitte schön den Ton laut aufdrehen hier im Studio. Den brauchen wir ganz, ganz laut. So. Felix, warte mal kurz. So. Haben wir jetzt den Sound? Ich hoffe. Deswegen drehen wir jetzt direkt laut auf. Denn ohne Sound funktioniert das Ganze nicht. Und gehen auch direkt jetzt ins Bild. Tja, dann picken wir uns mal weiter durch. Ach, herrlich. Bin ich froh, dass das gerade bei der Stelle so gut klappt. Oh, ist normal. Ich gehe es einfach mal alle durch. Zwei. Haben wir denn jetzt Sound? Das ist wohl schon ein böser Virus eingedrungen. Jetzt sollten wir Sound haben. Gut, dass wir die Stelle, wo wir Sound brauchen, jetzt nicht mehr sehen können. Egal. Ich bräuchte mal eine Waffe, eine neue irgendwie. Ja, ein bisschen Medizin. Kann nicht schaden. Ihr seht, es funktioniert ähnlich wie zum Beispiel beim Resistance Fall of Man. Man hat dann sozusagen einzelne... Ah! Alter! Was zum Teufel? Der war auf einmal einfach da! Können Sie bitte die Musik ein bisschen leiser stellen? Es ist echt laut in der Nebenwohnung. Ich sage ja, Hölle Mietshaus. Das ist echt übel. Also, ich denke, noch nie war die Werbung so willkommen wie jetzt. Einmal runterfahren, einmal das Herz wieder im normalen Rhythmus schlagen lassen. Dann sind wir gleich zurück und dann geht's wieder steil bergauf mit der Herzfrequenz. Ja. Da sind wir wieder. Jetzt ist es wieder Zeit, sich in die dunklen Tiefen eines... was ist denn das eigentlich? Das ist ein Wohnhaus, was verbrigadiert ist von innen. Ja, ist das ein Großstadtding, ne? Ja, also das ist ein Großstadtding, genau. Ja. Das ist es gerade, was halt so los ist. Und wir sind halt mittendrin. Was sind wir denn? Wir sind ein ehemaliger Polizist. Wir heißen Ethan Thomas. Und der eben wird jetzt gerade eben gebraucht, weil... Ja, ein Mann, der sozusagen dessen Leiche da transportiert wird, der hat seinen Namen gesagt in einem Telefonanruf. Und wir haben uns eigentlich dem Polizeidienst abgewandt, aber werden dann sozusagen wieder reaktiviert. Sind ziemlich fertig mit der Welt im Endeffekt. Schließlich handelt es sich ja um Condemned 2. Genau, da kann man vielleicht mal überlegen, was vorher passiert ist. Ja. So, und jetzt haben wir unsere Crew gerade im Stich gelassen. Und das Schlimme ist, wir haben keine Waffe. Weil wir haben gerade den Körper des Mannes gefunden, der unseren Namen erwähnt hat. Und hier sind unzählige von fiesen Typen gleich. Fuck. Das ist das tiefste Herz gesprochen. Ja, das ist echt super synchron, muss man sagen, auf Englisch. Wirklich trifft es hervorragend. Und achtet mal darauf, da steht doch einer. Ah, eine Puppe. Oh, Alter. Und dann auf einmal stehen da lauter Puppen hinter einem, wo man gerade hergekommen ist. Und das ist halt echt schon irgendwie bizarr. So scary. Das ist einfach bizarr und scary, ja. Ja, manchmal findet man so ein Walkie-Talkie, wo dann irgendwas durchgesagt wird. Das ist eine Warnung, die ich eigentlich beherzigen würde. Ja. Jeder normale Mensch würde die beherzigen. Bei den Spectrometer. Was macht der genau? Der misst irgendwie in Luft oder... Oh. Ei. Oh.
Oh, zwei! Verdammt! Jetzt gehe ich gleich drauf! Verdammt, so ein Mist, ey. Oh, das ist ärgerlich. Kommt nochmal, ey. Kommt nochmal, echt. Kann man vom letzten Save-Punkt restarten? Das ist ein bisschen doof an dem Spiel, dass man nicht frei speichern kann, weil so muss ich jedes Mal irgendwie am Anfang des Levels starten. Wenn man eben nur diesen einen automatischen Save-Punkt hat, ist natürlich für eine Präsentation nicht ganz so schön. Das hätte man durchaus besser machen können. Aber zum Glück ist der Save-Punkt nicht ganz so weit. Also deswegen hat man ja auch das Gefühl, dass jeder Kampf irgendwie ein Kampf ums Überleben ist, weil die Gegner wirklich ernstzunehmende Gegner sind und einem richtig schön aufs Maul hauen. Ja, ich meine, wenn es ein Kampf um eine Schachtel Schokolade wäre, wäre ja auch sehr langweilig, ne? Okay, ich nehme die Wohnung. Ja, der denkt natürlich nicht dran, das Gate zu öffnen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie fliehen können. Die springen da massenweise rüber. Nein, das war's nicht. Falsch. Kannst du das storytechnisch gerade einordnen, was da jetzt passiert? Es sind Unruhen einfach. Es sind Unruhen und die werden nicht so richtig erklärt und deswegen muss man eben. Oh, verdammt, da war wieder so ein Sender. Ja, und unsere Kopffreunde lassen uns einfach im Stich. Es sind Unruhen hier in dieser Stadt und man weiß halt nicht genau, was da los ist. Man weiß halt einfach nur, die Kacke ist am Dampfen und dem muss man eben irgendwie auf den Grund gehen. Und wir haben eben versucht, diese Zielperson, die uns gerufen hat, zu retten. Wir haben die Leiche gefunden und müssen jetzt eben versuchen, zurück zum Police Office zu kommen. Aber das ist alles nicht so leicht. Ja, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit für deine Mission. Wir gehen rüber in den PC-Bereich. Da gibt es ein bisschen Entspannungsmusik zum Runterkommen. Boah, Gott sei Dank, ey. Ja, das ist für dich auch schwer zu ertragen. Du bist ja noch jünger, deine Seele ist noch unbefleckter. Nee, ich mache das halt voll fertig, das Spiel. Ohne Witz, ich muss kurz erzählen, da war auch eine Stelle, Felix spielt ja schon seit einigen Tagen das Ding. Und da war gerade eine Stelle, da war er in so einem Haus. Ich habe das Gefühl, du bist in Condemned nur Häusern, wo immer schlechte Laune herrscht. Kommt mir nur so vor. Und da ist er in so ein Bad reingegangen und da war ein Spiegel. Und in so einem Spiel habe ich Angst vor Spiegeln, weil hinter ihm war schwarz und dann kommt da so ein Monster hinter ihm oder irgendwie so ein Verrückter oder irgendwas und du siehst den Typen nur im Spiegel und Alter, also die meisten Leute denken jetzt auch so, ach ja, Maxi ist eine Jungfrau und so und stell dich da an. Stimmt, also ich schreie da wirklich und bin da echt fix und fertig. Also das war für mich echt, ich habe auch bei Penumbra geweint, ja, also ist halt echt so. Oh.